Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Video wird für alle die interessant werden, die planen, einen eigenen Online-Shop auf die Beine zu stellen. In diesem Video besprechen wir die Vor- und Nachteile eines Online-Shops und stellen das Ganze zu Marktplätzen wie Amazon und eBay gegenüber. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video, bleib bis zum Schluss dran. Ja Freunde, heute widmen wir uns dem Thema, wie wir einen eigenen Online-Shop erstellen. Natürlich wird das mit einem Video nicht getan sein, deshalb plane ich auf diesem Kanal eine Videoreihe zu erstellen, wie ich das bereits für Marktplätze wie Amazon und eBay gemacht habe, auch für einen eigenen Online-Shop. Deshalb, wenn du Schritt für Schritt erfahren möchtest, wie du dir einen eigenen Online-Shop aufbaust, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Gib dem Video auch gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere solche Videos für dich zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und ich habe in diesem Video für euch eine kleine Präsentation vorbereitet. Ihr seht schon, Online-Shop, Marktplatz oder vielleicht beides. Und vorab schon mal gesagt, tatsächlich lohnt sich die Strategie zu fahren, für den langfristigen Online-Handel beides zu machen. Das heißt, du hast einen eigenen Online-Shop und separat verkaufst du auf Marktplätzen. Wir schauen uns an, für wen ist denn überhaupt dein Online-Shop geeignet und welche Vor- und Nachteile bringt er mit sich. Genauso aber auch die Marktplätze, welche Vor- und Nachteile und für wen eignet sich das Ganze. Beginnen wir mal mit den Marktplätzen. Ihr seht es hier für Reseller, Wiederverkäufer. Ja, wenn du beispielsweise jetzt schon mal auf Marktplätzen verkaufst, auf Amazon oder eBay oder vielleicht beides, dann machst du nichts falsch. Du kaufst Waren ein und verkaufst diese weiter. Genauso eignen sich natürlich eine Erweiterung zum stationären Handel. Ja, du hast einen stationären Handel und du weißt momentan, die Situation ist sehr, sehr schwierig. Wenn du Produkte verkaufst, dann musst du natürlich irgendwie einen eigenen Online-Shop dir aufbauen oder das Ganze über Marktplätze machen. Anders geht's heute nicht mehr. Genauso eine Erweiterung zum Online-Shop. Du hast vielleicht nur einen Online-Shop gehabt, dann musst du definitiv über Marktplätze verkaufen, weil sonst hast du nicht die Reichweite mit einem eigenen Online-Shop. Und da kommen wir auch schon zu der Reichweite. Ein Marktplatz wie Amazon ist natürlich die Nummer 1. Er dominiert den Markt und deshalb ist die Reichweite da so groß. Und im Grunde genommen ist es unumgänglich, auf diesen Marktplätzen wie Amazon und eBay zu verkaufen. Genauso ist auch natürlich der Punkt der schnelle Verkauf. Wenn du natürlich einer bist, der schnell verkaufen möchte, was von uns Online-Händlern natürlich jeder ist, dann eignen sich Online-Marktplätze, weil die haben einfach ihre Reichweite, die haben Kunden, die vielleicht diese Produktkategorie, die du verkaufst, anspricht. Das sind Millionen von Kunden und dementsprechend lohnt es sich hier auf den Marktplätzen das Ganze auch zu verkaufen. Genauso auch spezielle Produktgruppen, die du vielleicht über einen eigenen Online-Shop vielleicht sehr schwer los wirst, wie zum Beispiel gebrauchte Waren, dann ist das natürlich eBay die Nummer 1. Hier kannst du Produkte sehr gut als gebraucht weiterverkaufen und vielleicht spezielle Produkte, wo eine gewisse Kundengruppe sich auf eBay natürlich aufhält. Schauen wir uns kurz die Vor- und Nachteile von Marktplätzen an. Ihr seht es hier, wie oft schon angesprochen, die hohe Reichweite. Habe ich extra dick gekennzeichnet, weil die hohe Reichweite, wie bei Amazon zum Beispiel, kannst du mit einem eigenen Online-Shop so gut wie nicht erreichen. Ja? Amazon hat sich da so dominant auf dem Markt positioniert, dass die im Grunde genommen unschlagbar sind. Deshalb ist das natürlich ein sehr großer Vorteil. Genauso aber auch das schnelle Listing. Wir können super schnell Produkte listen. Wenn zum Beispiel bei Amazon Produkte schon angelegt sind, dann reicht es nur, wenn wir die EAN-Nummer hinzufügen und dann ist unser Produkt direkt schon im Listing drin. Deshalb folgt auch natürlich der schnelle Verkauf, was auch als großer Vorteil hier aufgelistet ist. Kostenkontrolle. Auch wenn Marktplätze natürlich sehr viel Gebühren von uns Händlern möchten, haben wir natürlich auch eine gewisse Art und Weise eine Kostenkontrolle. Warum? Weil wir im Grunde genommen wissen, wie viel Verkaufsprovision wir bezahlen müssen an den Marktplatz.
für die jeweilige Kategorie. Das kann bis zu 20% gehen oder natürlich auch höher. Aber wir können das kalkulieren. Dementsprechend wissen wir immer, welchen Verkaufspreis wir haben müssen und dementsprechend welche Abgaben. Und dann wissen wir, welcher Gewinn uns da übrig bleibt. Deswegen habe ich das auch natürlich auch als Vorteil aufgenommen. Jedoch sind die Anfangskosten bei Marktplätzen nicht so hoch wie beispielsweise im Vergleich zu einem Online-Shop. Aber dazu kommen wir später. Hier können wir die sehr gering halten, das heißt, wir zahlen erst, wenn wir Produkte verkauft haben. Und natürlich ein großer Vorteil ist auch der globale Handel. Wir können über Marktplätze global verkaufen, weltweit können wir unsere Produkte anbieten. Wenn du natürlich gerade erst am Anfang bist, würde ich dir das nicht empfehlen. Kommen wir zu den Nachteilen. Hier haben wir natürlich die Verkaufskosten. Amazon oder eBay, aufgrund deren Reichweite möchten die natürlich auch einiges an Geld zurückhaben. Dementsprechend, wie schon gesagt, geht das Ganze bis 20 oder mehr Prozent an Verkaufsprovision. Das ist von manchen quasi schon die Marge und schon ist man nicht konkurrenzfähig zu den anderen Mitverkäufern. Ja? Und da kommen wir auch zu der hohen Konkurrenz. Auf einem Marktplatz haben wir immer Konkurrenz. Es gibt kaum Produkte, die nur ein Händler verkauft. Es sei denn, du hast ein eigenes Brand, ein eigenes Label. Ja, dann hast du dann vielleicht keine Konkurrenz, aber die verkaufen ähnliche Produkte, ja? Und wenn du aber Wiederverkäufer bist vom Großhandel, beispielsweise Waren beziehst und es ist ein identisches Produkt, was jeder genauso kaufen und wieder verkaufen kann, dann hast du dementsprechend die Konkurrenz da und hier beginnt dann irgendwann ein Preiskampf. Und das ist ein großer Nachteil von Marktplätzen. Genauso auch die Marktplatzregeln. Ein Marktplatz bestimmt die Regeln. Er sagt dir, wie viel Verkaufsprovision er von dir haben möchte. Er sagt dir, was du im Grunde genommen zu tun und zu lassen hast. Es gibt verschiedene Richtlinien, die du einhalten musst, um auf Marktplätzen zu verkaufen. Wenn du diese nicht einhältst, kannst du vom Marktplatz ja, gesperrt werden oder einfach vom Verkauf ausgeschlossen werden. Genauso aber auch die Gestaltungsfreiheit, die hier fehlen kann, denn du kannst zum Beispiel nur eine Angebotsbeschreibung erstellen. Ja, das ist möglich. Hier kannst du das Ganze auch mit verschiedenen Templates machen. Jedoch ist das drumherum alles immer gleich, denn das ist vorgegeben von dem jeweiligen Marktplatz. Dementsprechend ist das zum Vergleich zum eigenen Online-Shop, wo die Vorteile natürlich bei der Gestaltung definitiv grenzenlos sind, definitiv ein Minus bei Marktplätzen. Kommen wir dann direkt auch mal zu den Online-Shops. Ein Online-Shop eignet sich für jeden, der langfristig einen Online-Handel betreiben möchte. Das heißt, der nicht ebenso nur auch nebenbei Sachen verkaufen möchte. Auch geht auch, jedoch ist das auf die langfristige Ebene bezogen. Genauso auch hier Erweiterung zum stationären Handel und genauso Erweiterung zum Marktplatz. Das heißt, du bist Händler auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann kannst du einen eigenen Online-Shop als Erweiterung nutzen, was ich dir auch empfehlen würde. Warum? Kommen wir gleich dazu. Dann eignet sich es für alle die, die ein großes Sortiment haben. Das heißt, wenn du jetzt planst, zwei Produkte anzubieten, dann ist es natürlich nicht so attraktiv für den Kunden. Ja, das ist so, könntest du dir vorstellen, wie jemand kommt in deinen Laden und er sieht nur zwei Varianten von Hosen beispielsweise. Dann wird er sich schnell entscheiden, die passt mir nicht, die passt mir nicht, ja, dann bin ich raus. Deshalb lohnt es sich definitiv, sein Sortiment stetig zu erweitern und ein Online-Shop mit 10 Produkten wird schwer. Deshalb schau mal, dass du 20, 30, 40 verschiedene Produkte anbietest. Dann bist du auf jeden Fall mit einem Online-Shop sehr gut aufgestellt. Aufbau des eigenen Kundenstamms. Und das ist, finde ich, der größte Punkt bei einem eigenen Online-Shop. Denn wir sind zwar noch nicht bei den Vorteilen, aber wenn du planst, einen eigenen Kundenstamm aufzubauen und irgendwann mal unabhängig werden von Marktplätzen wie Amazon und eBay, weil wenn die dann immer mehr und mehr Provision verlangen, dann können wir irgendwann den Preis einfach nicht halten.
Und die kleinen Händler werden dann einfach irgendwann von den Marktplätzen verdrängt aufgrund der Preise. Deshalb lohnt es sich definitiv, einen eigenen Online-Shop aufzubauen und einen eigenen Kundenstamm, weil diese Kunden, wenn sie bei dir gekauft haben und zufrieden waren, werden immer wieder bei dir kaufen und dementsprechend hier der Online-Shop sehr wichtig. Genauso externes Marketing, soziale Netzwerke. Hier kannst du selber bestimmen, wo du deine Artikel bewirbst, wo du deinen eigenen Online-Shop bewirbst und vieles mehr. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Vorteile, wie schon gesagt, eigene Kunden. Ja, das ist super, super wichtig, denn die eigenen Kunden sind im Grunde genommen deine Altersvorsorge. Ja, so kann ich es nennen, weil wenn du planst, langfristig und allgemein komplett selbstständig zu bleiben und nicht in irgendein Arbeitsverhältnis wieder eingehen, wenn du gerade da bist und oder du bist schon selbstständig und möchtest das auch immer bleiben, dann brauchst du Kunden, die immer wieder zu dir zurückkehren und bei dir kaufen. Super wichtig. Deshalb auch eins der wichtigste Vorteil von einem eigenen Online-Shop. Aber auch die Gestaltungsfreiheit. Wir haben hier die Möglichkeit, im Grunde genommen grenzenlos. Es kommt immer auf das Shop-System an. Jedoch kannst du durch verschiedene Templates und alles deinen Shop so individuell gestalten, wie du es natürlich magst. Eigenes Marketing schon angesprochen. Hier kannst du selber bestimmen, wo du deine Artikel bewirbst. Und im Gegensatz zu Marktplätzen, da entscheidet natürlich der Marktplatz selber, wo er deine Artikel online stellt, auch wenn du Anzeigen schaltest. Kostenkontrolle. Auch hier haben wir die Kostenkontrolle bei einem eigenen Online-Shop, denn du kannst sehr kalkulieren, wo und wie du deine Ausgaben hast und dementsprechend bleibt dir aber hier auch sehr viel Geld über, weil du keine Verkaufsprovision hast, wie es bei den Marktplätzen der Fall ist. Keine Konkurrenzprodukte. Das heißt, wenn der Kunde einmal in deinem Online-Shop ist, dann sieht er nicht rechts, links irgendwelche anderen Anzeigen. Nein, nur deine Anzeigen sind da relevant und im Grunde genommen alle Artikel, die er in deinem Online-Shop sieht, gehören dir und er kann diese kaufen und natürlich nicht von anderen Anzeigen abgelenkt, wie es beispielsweise bei Marktplätzen der Fall ist. Und du baust dir somit eine gewisse Unabhängigkeit auf. Ja, das ist auch ein großer Vorteil, denn auf Marktplätzen bist du immer abhängig von den Kunden. Denn dazu zu sagen ist, wenn du auf Marktplätzen Artikel verkaufst, gehören die Kunden in erster Linie nicht dir. Diese Kunden bleiben immer bei den jeweiligen Marktplatz und dementsprechend ist es wichtig, sich denn einen eigenen Online-Shop aufzubauen, um einen eigenen Kundenstamm aufzubauen. Aber auch Nachteile hat ein Online-Shop. Und zwar die Anlaufkosten. Anlaufkosten heißt also die ersten Kosten, die du für einen Online-Shop brauchst. Diese können sehr hoch sein, wenn du dir einen eigenen Online-Shop programmieren möchtest. Ja, das heißt, du willst komplett alles individuell machen, dann kann so ein Online-Shop schnell mal ein paar tausend Euro kosten. Aber ich möchte hier ein Baukastensystem zeigen. Es gibt sehr viele davon und diese sind super gut aufgestellt und super gut programmiert, so dass du da auch deine eigenen individuellen Gestaltungen vornehmen kannst. Du brauchst keine Programmierkenntnisse und kannst das Ganze selbst machen und das schon für kleines Geld monatlich oder einmalig, wenn du deinen eigenen Host hast und so weiter. Aber dazu vieles mehr. Kleiner Nachteil ist natürlich auch die Reichweite. Denn du hast nicht die Reichweite wie auf Marktplätzen, sondern ein Online-Shop, den du dir neu aufbaust, den kennt erstmal keiner. Du musst erstmal Marketing betreiben und da ist es natürlich sehr wichtig zu wissen, wie viel Geld du da in die Hand nimmst. Man kann natürlich Marketing betreiben, so viel man möchte. Es ist wichtig, das Ganze gezielt zu machen, um da wirklich das Ganze gut auszunutzen und seine Reichweite zu erhöhen. Dennoch muss das mit Geld finanziert werden, anders geht's nicht. Die organischen Suche ist einfach zu stark von den hohen und großen Online-Shops dominiert. Also du würdest definitiv nicht so schnell auf der ersten Seite bei Google erscheinen. Dementsprechend sind die Werbemaßnahmen kostenintensiv und können natürlich sehr viel Geld kosten.
Aber auch der Zeitaufwand. Du musst dich erstmal in dieses Shop-System ja, gewöhnen und verstehen, wie das funktioniert. Du brauchst, wie gesagt, keine Programmierkenntnisse, jedoch musst du da dich erstmal einfuchsen. Aber das möchte ich mit dieser Videoreihe, die ich hier vorbereite, Schritt für Schritt zeigen, so dass du dir das im Grunde genommen alles aneignen kannst durch ein Video, was ich dir zeige. So, und dann kommen wir natürlich hier zu Online-Shop plus Marktplätze. Wie können wir das Ganze verbinden? Wie schon gesagt, ist das die beste langfristige Strategie. Ich werde dir in der Videoreihe zeigen, wie du Schritt für Schritt deinen eigenen Online-Shop erstellst, die Einstellungen festlegst, Artikel einstellst, sowie auch das SEO, was sehr wichtig ist für die Google-Suche, alles immer berücksichtigst. Genauso auch Schnittstellen für Marktplätze, damit du beispielsweise auch bei Amazon und eBay verkaufen kannst und das Ganze alles auf einem ja, Online-Shop verwaltet werden kann. Und natürlich Versand, Zahlungsmodule einzustellen und Marketing auf sozialen Netzwerken. Das Ganze werden wir uns demnächst anschauen. Dementsprechend freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Und um welches Shop-System es sich hier handeln wird, das erfährst du im nächsten Video. Deshalb freue ich mich, wenn du dabei bist und dieses Video nicht verpasst. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Viel Erfolg weiterhin beim Verkaufen. Ciao.